dann wollen wir mal loslegen. Und zwar habe ich hier für die Wölfe ein kleines Drei-Gänge-Menü. Zur Vorspeise ist ein bisschen Hasen. Hauptspeise Rinderherz. Und zum Nachtisch, da gibt es ein bisschen was zu beißen für die Wölfe, ein bisschen was zu kauen. Nämlich ein bisschen Rippchen vom Reh. So, ich starte mal mit dem Pansen. Einmal für Sirius und einmal für Remo. Ups, der lässt sich meistens direkt ins Maul werfen, der ist mal ein bisschen faul. So, und Sie sehen, dieses Stück Pansen ist recht schnell weg. Da sind ja keine Knochen drin, die man groß kauen müsste. Die Wölfe beeilen sich sowieso immer ziemlich beim Fressen, schlingen ihre Nahrung ziemlich schnell herunter und was drin ist, ist drin. Was ich habe, das habe ich, das muss mir keiner, kann mir keiner mehr wegnehmen. Und wenn ich gleich die Rippchen füttere, dann werden sie trotzdem ihre Zähne und ihre starke Kaumuskulatur einsetzen können, um eben auch die Knochen ihrer Beutetiere locker zu zerbeißen, zu zerkauen. Ich mache aber erstmal weiter mit dem Rinderherz. Da muss schon ein bisschen mehr gekaut werden. Und bei günstiger Gelegenheit kann so ein Wolf bis zu 10 Kilo Fleisch auf einmal fressen. Er kann im Gegenzug dazu aber auch Tage oder Wochen ohne Futter auskommen. Auch das ist für die Wölfe gar kein Problem. Darauf ist ihr Magen-Darm-System, ihr Stoffwechselsystem ausgerichtet. Und auch unsere Wölfe hier bei uns im Wolfcenter haben mal 1 bis 2 Fastentage pro Woche. Meistens montags und dienstags, wenn das Wolfcenter Ruhetag hat. In der Hauptsaison, dann haben auch unsere Wölfe Ruhetag, bevor es dann mittwochs wieder mit den regelmäßigen Fütterungen jede Gruppe einmal am Tag alle 24 Stunden weitergeht. So, dann gibt es jetzt den Nachtisch, die Rippchen. So, mal gucken, ob sie dabei gehen oder ob die erstmal liegen bleiben. Das passiert nämlich auch häufig. Oh, Sirius lässt es erstmal liegen, hofft, dass vielleicht noch was